Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T30 Podcasts mit unserem Supergast Thomas Witkowski. Thomas Witkowski ist Bürgermeister der Hansestadt Demmin, mittlerweile stolzer Nichtraucher und bekennender Fahrradfahrer. Seit Oktober 2022 ist er der Verwaltungschef von Demmin und kommt mit uns einmal im Monat zu einem informativen Austausch über das aktuelle Stadtgeschehen zusammen. Wir freuen uns auf rund 45 Minuten geballten Neuigkeiten zu den Themen wie dem leerstehenden Bahnhof, der Fahrradwegsituation in Demmin und natürlich unserer Promi-Frage. Hallo Herr Witkowski, ich habe eine Frage an Sie. Am Mikrofon für den T30 e.V. sind Sarah Dittrich und Hanna Kucke und ich begrüße nun unseren Informationsbomber. Hallo Herr Witkowski. Hallo, ich habe mich schon gefreut auf den Termin heute und bin ganz gespannt auf die Fragen unserer Bürgerinnen und Bürger. Und ja, ich freue mich auf 45 Minuten Gespräch. Genau, wir haben jetzt eine Folge hinter uns, das ist jetzt die zweite Folge. Wir machen das jetzt monatlich und haben jetzt in der letzten Zeit auch schon wieder fleißig Fragen gesammelt, haben die Ereignisse Revue passieren lassen, was passiert ist, haben die Resonanz auf dem Podcast gesammelt. Wie war die Resonanz bei Ihnen? Also mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die fanden das sehr spannend, sehr charmant und haben mich auch darauf angesprochen und haben sich gefreut, dass so ein Format jetzt hier bei uns in der Stadt möglich ist. Wir haben jetzt nachgeguckt nochmal auf unserem YouTube-Kanal, hatten wir es eingespeist, da haben wir jetzt rund 400 Zugriffe, was wir auch sehr ordentlich finden, da freuen wir uns auch drüber, auch nochmal danke an alle Hörer. Wir haben auch das Glück gehabt, dass wir den Podcast jetzt weiterverkauft haben ins Radio Malchow und in das Radio, Sarah, wie heißt das richtig? Du weißt das immer. Radio NB-Treff in Malchin. Genau. Das Bürgerradio. Das Bürgerradio, da wird das jetzt auch zweimal im Monat ausgestrahlt, regelmäßig. Die Termine findet ihr auch dann bei uns auf der Seite. Also jetzt haben wir noch bei RTL angefragt und vielleicht dann auch noch beim NDR, sodass wir das hier so ein bisschen größer stricken können in Zukunft. Da sind Sie doch bestimmt dabei, oder? Aber selbstverständlich. Die Neuigkeiten aus Demmin interessiert halt auch die gesamte Bundesrepublik. Definitiv. Herr Witkowski, wir wollen noch mal ganz kurz so schauen, was aktuell gerade so los ist in der Stadt. Und ganz aktuell ist unseres Erachtens nach der Umzug der Pestalozzi-Schule, der ja jetzt tatsächlich stattgefunden hat. Jetzt seit einer Woche sind die Schüler und Schülerinnen jetzt dort am Anklammerfeld. Und wie ist das gelaufen? Hat das alles gut funktioniert? Und wie wird das jetzt vor allem gelöst mit dieser Verkehrssituation dort unten? Also ich bin am Montag zum Start des neuen Schulhalbjahres dort vor Ort gewesen in der Schule, mit dem Schulleiter gesprochen, mit einigen Schülerinnen und Schülern. Da ist natürlich noch ein bisschen Umzugsstimmung, das heißt ein paar Tische stehen noch auf dem Flur und ein paar Kartons natürlich auch, die noch ausgepackt werden müssen. Aber der Schulbetrieb, der hat gestartet letzten Endes, auch ganz pünktlich, und Schüler und Lehrer sind erstmal zufrieden, so will ich das sagen. Und das können sie auch wirklich sein, weil wenn man sich das Gebäude anguckt von draußen und von drinnen und auch mit dem großen Schulhof vorne dran, dann macht das wirklich einen guten Eindruck. Und was natürlich besticht, ist das Farbkonzept, was der Eigentümer dort aufgebracht hat. Das erfreut an erster Stelle natürlich unsere Schüler. Ja, das Verkehrsaufkommen oder wie ist die verkehrsliche Situation? Da habe ich mich natürlich auch nochmal drüber informieren lassen. Wir haben jetzt am neuen Weg unten die Bushaltestelle, wo dort unsere Schülerinnen und Schüler dementsprechend dann auch den Schulweg zur Schule dann auch gut bestreiten können. Ja, es gibt ein paar Anfragen natürlich von Eltern und auch von Bürgern. Naja, baut mal einen Mülleimer an. Das haben wir jetzt dann dementsprechend auch schon auf den Weg gebracht. Und natürlich gibt es auch eine Anfrage, ob die Möglichkeit besteht, so eine Bushaltestelle dann zu überdachen. Jetzt muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist eine Übergangslösung, sicherlich für 2 Jahre oder 2,5 Jahre angedacht. Aber trotz alledem ist der Platz dort nicht so vorhanden, dass man dort eine Bushaltestelle auch mit Überdachung anbringen kann. Und an der anderen Seite haben wir dementsprechend auch mit der Schulleitung gesprochen. Die Kinder und die Schüler können und dürfen natürlicherweise bis zum Schluss auch in der Schule bleiben. Also es muss niemand eine Dreiviertelstunde an der Bushaltestelle warten im Regen, um dann nach Hause gefahren zu werden. Ansonsten
ist natürlich immer ganz emotional, was, wie die Parkplatzsituation ist. Da gibt es ja Parkplätze für unsere Lehrer dementsprechend, aber auch eben, ich sag mal, ja, Kurzzeitparkplätze ist zu viel gesagt, aber für alle Eltern, die dann auch ihre Kinder dann zur Schule bringen, das ist eine ungewohnte Situation. Da kennt man vielleicht die Wege nicht und dann steht das eine Auto im Weg und das andere Auto im Weg. Das kennen wir von anderen Schulen auch. Das ist jetzt nichts, wo ich denke, dass das eine riesengroße Problematik wird. Von daher habe ich mir sagen lassen, dass es derzeit auch keine Schwierigkeit gibt im Verkehrsaufkommen dort vor Ort. Und wie ist das jetzt mit dem Sportunterricht? Das frage ich mich immer. Laufen die jetzt tatsächlich den riesigen, weiten, langen Weg runter bis zur Beermann Arena? Das ist in der Tat so. Das müssen leider Gottes andere Schulen auch. Also auch die Fritz-Reuter-Schule muss natürlich den Weg zur Sporthalle dann dementsprechend auch meistern. Und das muss hier an der Interimslösung der Pestalozzi-Schule auch so geschehen. Ja, ich würde es mal einschätzen, das sind tatsächlich so 15 Minuten Weg dann bis zur Beermann Arena und zu den Sportanlagen. Die Schule hat dementsprechend darauf reagiert und hat den Sportunterricht gebündelt und wird diesen dann im Block dementsprechend auch anbieten. Das heißt, anderthalb Stunden sind dann Zeit. Der Fairness halber muss man sagen, eine halbe Stunde geht mit Sicherheit wegen des Weges dann auch flöten. Aber gehen ist ja auch Sport. Und gehen ist auch Sport. Das ist eine ungewohnte Situation, gerade für die Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Schule, weil sie natürlich ihre Sportanlagen vor der Tür hatten. Aber das ist der saure Apfel, in den man dann auch beißen muss. Vielleicht wäre ein Vorschlag, dass die Schüler sich schon in der Schule umziehen und dann die Sportlehrerin oder der Sportlehrer eine kleine Joggingrunde runter macht zur Beermann Arena. Das habe ich mir wieder feine gemacht. Den Hinweis nehme ich gerne mit und werde das mal mit der Schulleitung besprechen. Okay, dann sind wir aber ja guter Dinge, dass dort alles seinen Gang gehen wird und sich alle dort mit der Zeit eingewöhnen und die neuen Umstände annehmen können für sich. Ein anderes Thema, wir verfolgen ja auch immer die Social-Media-Kanäle der Stadt und da fällt auf, dass man ja schon seit einiger Zeit immer wieder eine Stellenausschreibung sieht, nämlich für den Sachgebietsleiter Planung. Sind wir hier Opfer des Fachkräftemangels? Das sind wir auf jeden Fall. Jetzt muss man wissen, je weiter oder je höher man qualifizierte Stellen ausschreibt, umso schwieriger ist es wirklich dann, das Fachpersonal zu bekommen. Und die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, den wir hier an der Stelle suchen, das ist in der Tat keine Sachbearbeitung, sondern eine Planungsstelle. Da geht es um Bauleitplan und da geht es eigentlich um den Kern der Stadtentwicklung für unsere Stadt. Und das stellt uns vor eine riesengroße Herausforderung. Die Ausschreibung ist schon des Öfteren über den Äther gegangen, so will ich das mal sagen. Also es begleitet mich tatsächlich seit Oktober schon, diese Stellenausschreibung. Und wir sind nach wie vor frohen Mutes. Auch da haben wir das versucht, bundesweit auch über einen Internetanbieter nochmal zu streuen, um einfach auch Menschen anzusprechen, die vielleicht zu uns nach Demmin ziehen wollen, weil die Mitarbeit in der Stadtverwaltung so attraktiv ist, so will ich das mal sagen. Und vielleicht als Resümee oder als Rückblick, ich war am 27.01. zur digitalen Jobmesse oder Neubürgerstammtisch des Welcome Center geladen, der ist dann digital in Demmin gestartet und dort habe ich die Möglichkeit, eben auch unsere Stadt vorzustellen und dementsprechend auch über die offenen Stellen zu sprechen. Und aus dieser Runde gab es tatsächlich eine Bewerbung, so muss ich das sagen. Und da sind wir ganz froh drüber. Das heißt, wir sind im Bewerbungsverfahren und schauen mal, was das bringt. Was für Maßnahmen ergreift denn die Stadt, wenn sie so eine Stelle ausschreibt? Also wie weit gibt man die Stelle irgendwie in die Öffentlichkeit? Es ist ganz unterschiedlich, weil wir natürlich ganz unterschiedliche Ausschreibungen haben, ob es nur der Stadthandwerker ist oder der Sachbearbeiter oder die Verwaltungsangestellte bis hin eben zu den hochqualifizierten Sachgebietsleitungen oder vielleicht auch irgendwann ein Amtsleiter. Das machen wir auch in der Tat ganz individuell. Wir nutzen natürlich ganz klassisch die Printmedien, die uns zur Verfügung stehen, Demminer Nachrichten, Nordkurier, Social Media, Podcast, alles, was uns da zur Verfügung stellt. Und wenn wir aber eine Resonanz haben, die letzten Endes nicht zufriedenstellend ist, beziehungsweise wenn dann aus diesen Bewerbungsverfahren keine geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten vorgehen, dann muss man einfach mal über den Tellerrand rüber gucken und dann werden wir das auch online veröffentlichen und dementsprechend an der einen oder anderen Stelle auch in Fachmagazin veröffentlichen und dann muss man gucken, was das für eine Resonanz bringt.
Gibt es in dem Bereich auch Headhunter, wo man sagen kann, man wirbt jetzt hier aus Greifswald den Superplaner ab, oder? Das gibt es alles. Jetzt muss man aber mal sagen, Headhunter kostet natürlich für den Auftraggeber auch wahnsinnig viel Geld. Diesen Weg sind wir an der Stelle auch noch nicht gegangen und ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich so zielführend ist. Ich habe auf jeden Fall eine Rückmeldung bekommen über eine große Begeisterung darüber, dass diese Stelle bei LinkedIn zu finden war. Aha, super. Also wir nutzen wirklich Social Media seit neuestem und das mit einer großen Begeisterung unsererseits, aber auch mit einem super guten Feedback aus der Bevölkerung. Da freuen wir uns. Das kommt bei uns übrigens auch an. Also dass der Instagram-Kanal, das höre ich sehr oft, ein schönes Gefühl vermittelt und man tatsächlich eine ganz andere Sicht nochmal auf den Minen bekommt. Auch Leute, die hier ansässig sind und nicht nur von außerhalb. Also da auch nochmal ein Lob, was wir auch immer wieder hören. Auch nochmal weitergegeben an Sie. Ja, vielen Dank. Ich muss das Lob natürlich an dieser Stelle auch weitergeben. Das bespiele ich natürlich nicht alleine, sondern meine Kollegin Frau Klevenow aus dem Stab des Bürgermeisters ist verantwortlich für Social Media. Und die Bilder und die Posts sind ihr zu verdanken. Und da bedanke ich mich ganz herzlich für diese super tolle Arbeit. Wir haben ja auch unsere tolle Rubrik, die Bürgerfragen. Wir haben ein Telefon eingerichtet und ein Handy, wo quasi anonym Bürgerfragen eingehen können. Egal, Gemecker, Anregungen, alles nehmen wir entgegen. Das ist die 0162 482 9118. Da können Sie sich gerne hinwenden mit Sprachnachrichten am allerliebsten. Also wir freuen uns am allermeisten über Sprachnachrichten, weil die machen den Podcast lebendig. Wir haben wieder einige Fragen eingesammelt von den Bürgern und wollen da jetzt gleich mal loslegen. Wir sind eine Abschlussklasse und kommen fast alle aus dem ländlichen Raum und würden gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Leider ist dies oft nicht möglich, da die Fahrradwege nicht genug ausgebaut sind, wie zum Beispiel der nach Pensin oder Jamen. Gibt es diesbezüglich Pläne, auch bezugnehmend auf Ihren letzten Podcast in der Stellungnahme zum touristischen Ausbau in Demmin? Wir haben dazu gleich noch eine Frage, die ganz ähnlich lautet, deswegen kommt die gleich hinterher. Lieber Bürgermeister, wann dürfen wir uns über sicher befahrbare Radwege in Demmin freuen? Das ist ein ganz wichtiges Thema und da bin ich total dankbar für diese Frage. Das ist was, was wir als Stadt und was ich als Bürgermeister absolut auf dem Plan habe. Zum Thema Radweg Demmin Pensin kann ich sagen, dass das sehr weit fortgeschritten ist. Das heißt, da sind wir in der Planung als Hansestadt Demmin dann dementsprechend auch mit den Anrainergemeinden, also sprich Pensin, die dort eben auch als Bauherr auftreten, genauso wie wir. Das heißt, das ist in Planung. Da haben wir den Baubeginn noch nicht vollzogen, aber ich hoffe, dass dieses Jahr auch Baubeginn für diese Maßnahme sein wird. Ansonsten muss man der Fairness halber dazu sagen, das, was wir im Stadtgebiet machen können, das werden wir tun. Also sprich, neben der Prioritätenliste der städtischen Straßen erarbeiten wir derzeit eine Prioritätenliste auch unserer Gehwege, die dementsprechend auch als Radweg zu verstehen ist. Das heißt, Gehweg und Radweg gemeinsam betrachtet. Da gibt es einen ersten Vorstoß, den wir als Verwaltung eingebracht werden. Und diese Prioritätenliste wird dann dementsprechend auch in den politischen Gremien beraten und auch erweitert, sodass wir auch wirklich einen Plan haben und einen Abarbeitungsplan haben, wie wir und wann wir dann welchen Gehweg und Radweg dementsprechend auch gestalten. Ich muss dazu sagen, Radwegebau außerhalb der Mins ist in der Tat Landkreissache. Das heißt, der Landkreis ist dann auch das zuständige Amt, was sich zum Thema Radwegeplan und wie dann dementsprechend auch die Radwege ausgebaut sind, auch in Verantwortung steht und auch wirklich in Verantwortung gehen muss. Wir sind da aber in einer guten Kooperation, sodass wir für unsere Stadt das Beste rausholen wollen. Über welche Zeithorizonte sprechen wir denn da bei sowas? Also naja, wenn ich auf uns gucke und auf das, was wir beeinflussen können, dann muss man sagen, okay, wenn man eine Straße saniert, wird definitiv auch der Gehweg und der Radweg erneuert. Wie viele Straßen sanieren wir im Jahr? Das sind maximal 2, so will ich das mal sagen. Und das ist schon dann auch sehr sportlich, weil so eine Straße kostet eben auch ein paar hunderttausend Euro. Wenn wir Radwege und Gehwege unabhängig von einer Straßensanierung in Angriff nehmen, und das werden wir machen,
dann gehe ich davon auch aus, dass wir sagen, ja, 1 bis 2 Straßenzüge werden wir dementsprechend dann auch schaffen. Also ganz oben steht auf Thomas-Mann-Straße. Wer die Situation dort kennt, dort haben wir an der einen Stelle eben auch noch Kopfsteinpflaster, aber auch einen wirklich ganz, ganz schlechten Geh- und Radweg. Das machen wir auf jeden Fall. Aber es gibt ganz viele andere Dinge. Ich gucke in die Goethestraße, wo man auch den Geh- und Radweg erneuern kann. Ich gucke auch in die Clara-Zetkin-Straße, wo wir mit Städtebaumitteln an der einen oder anderen Stelle einen abrupten Abbruch haben. Und auch das ist ein Zustand, wo ich denke, den werden wir auch in naher Zukunft dann auch aufgreifen und auch verändern. Aber die Baumaßnahmen werden nicht morgen losgehen. Das ist immer eine Planungsphase, die dann dementsprechend auch vorgeschaltet werden muss. Und wenn wir dann in 2023 dann auch wirklich damit anfangen können, dann sind wir auch wirklich gut. Vielen Dank. Da gibt es noch eine explizite Frage, die spiele ich auch nochmal ein, die betrifft auch das Thema. Hallo, guten Tag, hier ist Sabine Grundmann. Ich habe ja mit Freude erfahren, dass Sie sich auch dem Thema Mobilität und Tourismus speziell widmen wollen. Jetzt meine Frage: Wann wird die Idee weiterverfolgt, den Radweg von Demmin nach Wotenig bis Nossendorf und Metro Richtung Nähring weiterzuführen, um einerseits für die Bevölkerung des Umlandes Demmin besser erreichbar zu machen und andererseits eine Alternativroute auf der östlichen Trebeltalseite für den Radweg Berlin-Kopenhagen zu bieten? Super gute Frage. Ja, also ich muss immer ein bisschen bremsen. Ich nehme diesen Hinweis dankend auf, werde den auch an entsprechender Stelle weiterleiten. Es bleibt so, dass wir als Hansestadt für unser Stadtgebiet zuständig sind. Alles, was darüber hinausgeht, ist dementsprechend der Landkreis, ob das nur die Mecklenburgische Seenplatte ist oder dann in Richtung Osten dementsprechend auch der Kreis Vorpommern-Greifswald. Ich habe in naher Zukunft in den nächsten 14 Tagen Termine bei den dementsprechenden Landräten. Ich nehme diese Hinweise gerne mit auf und werde das auch an entsprechender Stelle weiterleiten. Ich war ja total erstaunt. Berlin-Kopenhagen-Radweg habe ich noch nie gehört vorher. Na, wir denken jetzt groß. Ja, voll gut. Es gibt auch Fragen aus den Schulen. Da haben wir uns auch mal umgehört, was so die Schüler bewegt. Und da ist eine ganz aktuelle Frage, wo wir auch uns sehr freuen würden, wenn Sie dazu was sagen können. Wir haben gehört, dass das Kino in Demmin geschlossen werden soll. Ist an diesem Gerücht etwas dran? Wenn ja, gibt es diesbezüglich Investoren, die Interesse zeigen? Das hat der Nordkorea schon berichtet, dass es da eine Schwierigkeit gibt. In der Tat ist es so, dass aufgrund der pandemischen Situation das Geschäft des Kinos unglaublich schwer zu führen ist, so muss man das sagen. Im Moment ist es so, dass ich glaube 30% Belegung darf sein und wir sind gerade wieder rot und im Landkreis MSE sinken die Zahlen im Moment nicht. Von daher ist das wirklich eine sehr schwierige Situation. Ich kann hier nur wiederholen, dass wir mit dem Eigentümer in ganz engen Abstimmungen und Gesprächen sind, was die Weiterführung des Kinos betrifft. Wir werden als Stadt alles dafür tun und ich bin ja auch Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH, das ist ja der Eigentümer des Kinos. Wir werden sozusagen im Dreiergespann wirklich alles versuchen, damit unser Kino erhalten bleibt, weil wir haben in den vergangenen Jahren viel investiert. Das heißt, technisch ist unser Kino auf einem wirklich sehr guten Stand und kann absolut mithalten. Es gibt eine Schwierigkeit, also wenn man einen guten Kinobetrieb weiterführen will, dann fehlt uns ein Saal, ein Kinosaal. Das ist auch angekommen bei uns. Da gibt es auch erst Überlegungen, wie man diesem Missstand entgegenwirken kann. Das heißt, es wird auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall darüber nachgedacht, einen weiteren Kinosaal zu bauen, sodass einfach mehr Kinofilme und dementsprechend auch eine größere Auswahl an Kinofilmen dann in Demmin starten kann. Und ich kann an dieser Stelle beruhigen, wir sind in wirklich guten Gesprächen, die nicht einfach sind und die auch hoffentlich nicht kippen. Aber ich kann vorsichtig optimistisch in die Zukunft für unser Kino schauen. Wir werden es nicht sterben lassen. Das wäre ja wirklich schön, wenn wir das schaffen. Ich gehe auf jeden Fall auch gerne hier ins Kino, aber es ist schon oft leer. Aber gut, also gehen Sie ins Kino.
Wir haben von den Jugendlichen noch einige Fragen mehr bekommen. Herr Witkowski, gibt es Möglichkeiten zur Gestaltung von Treffpunkten für Jugendliche? Die gibt es mit Sicherheit. Ich bin ja im Jugendaustausch in den nächsten 14 Tagen. Das Sofa ist ja unterwegs. Da werden wir diese Fragestellung sicherlich auch nochmal erörtern. Jetzt geht's, also da kann ich jetzt gar keine Antwort drauf geben, sondern das ist für mich einfach nochmal so ein Stück weit Themengebiete sammeln, was euch als Jugendliche auch bewegt und interessiert. Und dann werden wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Was heißt, das Sofa ist unterwegs? Also auf was können sich die Jugendlichen gefasst machen, beziehungsweise wo sollen die Jugendlichen hinkommen? Das Sofa ist am 14. März im Bahnhofsgebäude unterwegs. Da kommen wir ja gleich nochmal zu, vielleicht zum Thema Bahnhof. Und das ist so der erste Aufschlag zum Thema Jugendbeteiligung oder zu diesem Gesprächsforum, was ich auch in der Vergangenheit gesagt habe, dass der Bürgermeister sich mit den Jugendlichen der Stadt austauschen möchte. Und das wird eine Plattform sein, wo wir genau diese Themen sammeln können, bereden können und gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Das heißt, wir fordern jetzt alle Jugendlichen auf, an diesen Terminen vorbeizukommen und mit ihnen ins Gespräch zu gehen? Ja, auf jeden Fall, gerne. Da sind wir ja mal gespannt. Das können wir im nächsten Podcast, können Sie ja davon schon berichten dann. Ja. Sehr schön. Dazu gibt es auch tatsächlich noch eine Frage. Wenn Sie 20 Jahre jünger wären. Das wäre schön, oder? Das wäre schön. Was würden wir denn machen, wenn wir 20 Jahre jünger wären? Boah. Ich muss erstmal überlegen, was habe ich eigentlich gemacht, als ich 20 Jahre jünger war? Das ist auch gar nicht so einfach. Ich war noch in der Schule, das weiß ich. Ne? Nee, in der Schule war ich nicht mehr. Ich habe gearbeitet. Langweilig, ne? Voll langweilig. Was haben Sie denn vor 20 Jahren gemacht? Ich war vor 20 Jahren tatsächlich mit dem Studium schon fertig und war an meiner ersten Arbeitsstelle. Ich war auch vor 20 Jahren in der Tat verheiratet und ich glaube, das erste Kind war unterwegs. So ist es ja. Dann erzählen wir mal, was vor 20 Jahren gewesen sein soll. Was wäre hier in der Min Ihr Lieblingsort? Wo würden Sie sich aufhalten? Wenn ich 20 Jahre jünger wäre? Ja. Also, vielleicht machen wir mal da 25 Jahre jünger draus, weil dann war ich noch Jugendlicher und war hier in der Stadt dementsprechend unterwegs. Was soll ich sagen? Was war mein Lieblingsort? Also ich hätte mich, glaube ich, am Aldi-Parkplatz aufgehalten, weil da stand da die Brauerei noch. Da gab es bestimmt immer Bier. Nee, Bier gab es nicht, aber die Brauerei stand in der Tat noch. Mein oder unser Lieblingsplatz war natürlich da, wo wir uns getroffen haben. Und das war an der Esso-Tankstelle. Was soll ich dazu sagen? So wie heute auch noch, also dass man dann da dann Bocker isst und sich ein Bier nimmt und dann am Auto offen hat, Mucke hört, Metal so, vielleicht damals. Sowas in der Tat war haben wir auch gemacht und wenn ich noch ein bisschen vorher gucke, also bevor man dann so den Autoführerschein hatte, da sind wir natürlich Moped gefahren, hier irgendwie S51 und sowas und ich hatte tatsächlich dann auch schon so nach der Wende so eine kleine Honda, das war ganz spannend und dann sind wir Stadtrunden gefahren, hat Spaß gemacht. Okay, ich glaube, ich würde mich am Hafen hinstellen heute. Hinstellen. Ich würde mich auch mal setzen. Ja, da kann man sich auch setzen, ja. Aber so am Wasser unten ist ja auch ganz hübsch. Uns hat tatsächlich noch was sehr Merkwürdiges erreicht. Da können wir, naja, vielleicht wissen Sie auch Bescheid. Wir wissen nicht Bescheid. Und wenn ein Bürger oder eine Bürgerin Bescheid weiß, dann bitten wir auch, da einfach uns einen Hinweis zu schicken. Entweder per Social Media oder gerne eine E-Mail oder auch eine WhatsApp an die schon 100-mal genannte Telefonnummer. Seid ihr alle ganz gespannt, ne, was jetzt kommt? Hallo, meine Frage bezieht sich auf ein Geräusch, was ich schon seit vielen Jahren im Bereich Pensiner Weg, Münterstraße höre. Es ist eine Art Pfeifton, der sich in einem kleinen Aufwärtsintervall bewegt und alle so 10 bis 15 Minuten wiederkehrt. Mir ein absolutes Rätsel. Ich wäre sehr dankbar für sachdienliche Hinweise. Liebe Grüße an alle. Herr Witkowski, Sie nicken gleich so wissend. Also, ich nicke deshalb wissend, weil ich die Stimme erkannt habe. Das erfreut mich sehr. Aber ich wohne natürlich dort unten in dem Bereich und das, es ist so. Also heute Morgen, ich steige oder habe mein Fahrrad geschnappt und dann höre ich dieses Geräusch. Und das ist tatsächlich in der Tat nur in diesem Bereich, also hier am Rathaus oder in der Stadt höre ich das nicht. Für mich hört sich das irgendwie so an, wie als wenn irgendwo Dampf vom Kessel
abgeht. Können Sie das mal vormachen, das Geräusch? Wir wissen gar nicht, wovon wir reden. Haben Sie das aufgenommen, tatsächlich? Aber sowas von. Ist ja überhaupt nicht meine Ecke, ne? Ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke in Demmin. Deswegen, ich bin da jetzt auch ein paar Mal lang gefahren. Ich konnte das Geräusch nicht wahrnehmen, weil ich jetzt auch meine Eigenrecherche betrieben habe. Ich habe an so einen Rudel Murmeltiere kurz gedacht, aber jetzt bin ich bin selber total aufgespannt, was es ist, weil ich habe tatsächlich nichts gehört. Aber wir müssen mal gucken, ob wir das so jetzt hinkriegen. Ich halte das mal hier ins Mikrofon. Erst kommt ein bisschen Tippeltappel, das bin ich, aber dann kommt. Achso, ich dachte, Geräusch. Das wäre das große Murmeltier. Ja. Das war's. Soll ich noch mal machen? Ja, bitte nochmal. Es klingt wie ein riesiger Staubsauger. Ist das auch so laut? Ja. Das war schon leise. Das ist ganz oft viel lauter, je nachdem, wie der Wind steht. Gefühlt kommt das für mich aus der Richtung Stadion. Kann das sein? Also das war nämlich tatsächlich ein Hinweis von jemand, den ich bekommen habe. Also erstmal das Rammen der Spundwände, aber das ist ja, glaube ich, schon viel länger, das Geräusch. Ja. Was mir einer gesagt hatte, was sein könnte, aber das kann ich jetzt auch überhaupt nicht beurteilen, und zwar oben am Kalksandsteinwerk. Da wird irgendwas immer. Da benutzen die auch irgendwelche Maschinen, dass das so weit kommt? Dass sie große Steine zerschneiden vielleicht? Also grundsätzlich denke ich auch an irgendeine gewerbliche Geschichte. Gefühlt kommt das aber mehr aus Richtung, ich sag mal, Stadion, Bahnhof. Aber das ist immer total schwer einzuschätzen. Also was ich gemacht habe, weil irgendwann, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dann hört man das tatsächlich ständig, dann ist es so. Ich habe natürlich mit den Stadtwerken gesprochen, die sind ja dort oben in der Jamner Straße, und habe dort mal aufmerksam gemacht. Es ist uns bisher noch nicht gelungen, dieses Geräusch zu identifizieren und herauszufinden, was das sein könnte. Also auch da habe ich diese Aufnahme nochmal platziert, dass die Kolleginnen und Kollegen nochmal irgendwie da schauen, was geht. Also ich bin dran. Also wenn irgendjemand weiß, was das ist, da wäre ich total neugierig und würde mich freuen, wenn wir das auflösen können. Da können wir ja fast ein Preisausschreiben draus machen. Wer löst das Rätsel um das seltsame Geräusch? Oder wir fragen Jan und Henry. Ja, genau. Dann können Sie das einmal eingrenzen? Also findet das auch am Wochenende statt, ja. Feiertags? Also es ist immer auch nachts? Genau. Also das gibt's doch nicht. Tatsächlich, also wir haben einen kleinen Hund und der muss auch manchmal raus und manchmal auch in der Nacht. Und dann stehe ich da morgens um 3:30 draußen und dann höre ich dieses Geräusch. Also sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts bitte an das Podcast-Kriminalteam Kucke und Dittrich schicken. Ja, gerne. Gerne an info@t30-demin.de oder an die Telefonnummer 0162 482 9118. Das ist super spannend. Mensch, ich bin wirklich gespannt. Also wer was weiß, wirklich, das ist total wichtig, dass wir so Sachen aufklären. Denn, obwohl eigentlich ist es auch spannend, wenn so Mysterien über der Stadt ruhen. Auf jeden Fall. Uns hat noch eine Frage erreicht, die nicht per Sprachnachricht da ist. Und das ist ein bisschen der Zielgruppe geschuldet. Und zwar hat uns eine Seniorin gefragt, was denn eigentlich für die Seniorenbeteiligung getan wird. Inwiefern es einen Seniorenbeauftragten oder einen Seniorinnenbeirat oder irgendetwas in der Art gibt. Also an welcher Stelle werden die Interessen der Seniorinnen mitbedacht. Das ist ja ein relativ großer Anteil unserer Bevölkerung. Und man muss dazu sagen, mit dem Podcast erreichen wir sie nicht. Bisher. Das ist durchaus richtig. Wenn ich mir die Bevölkerungsstruktur unserer Hansestadt angucke, dann ist das in der Tat so. Es gibt weder ein Seniorenparlament noch einen extra Seniorenbeauftragten der Hansestadt Demmin. Ich nehme den Hinweis gerne auf und werde das in die politische Diskussion mit einfließen lassen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall einige, die sich da auch engagieren würden, wenn man dann einen Anstoß schafft. Okay, danke für den Hinweis. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik, und zwar zu Themen und Aktuelles. Und wir haben mal so ein bisschen recherchiert, was gerade noch so aktuell ansteht. Und wir hatten das letzte Mal schon mal anklingen lassen, dass Sie sich ja am 16. März mit dem Herrn Till Backhaus treffen. Und es soll gehen um touristische
Flächen und Touristenorte hier in Demmin. Wie kann man sich das denn vorstellen und welche Relevanz hat so ein Treffen für die Stadt? Also erstmal hat das Treffen wirklich eine hohe Relevanz. Also wenn wir einen Landesminister hier zu uns nach Demmin bekommen, hat das immer eine Relevanz, weil das sind auch die Entscheider im Land. Und das Thema, dass wir Menschen begeistern, nach Demmin zu bringen, hängt damit ursächlich zusammen. Denn die Investitionen, gerade im touristischen Bereich, die stellen uns vor große Herausforderungen, weil wir dementsprechend eben an der Peene keine Orte finden, wo Investoren ja ihrem Investment nachgehen können. Und deshalb sind wir nicht nur mit dem Land, sondern an erster Stelle auch mit dem Landkreis im Gespräch, um welche Flächen es dann dementsprechend geht und welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit wir uns hier in Demmin eben auch dementsprechend aufstellen können, sodass wir dann hoffentlich in Zukunft auch einen Investor hierher bekommen, der dann, also hier geht es nicht um irgendwelche Bettenburgen, sondern hier geht es um naturnahen Tourismus, aber auch der naturnahe Tourismus möchte gerne sich am Wasser aufhalten und möchte den Zugang dann letzten Endes auch zur Peene eben auch haben. Und das ist die riesengroße Herausforderung. Und das sind die Themengebiete, die wir mit Herrn Backhaus am 16. hier besprechen. Und auch das wird ein Thema sein, was ich dementsprechend auch mit unserem Landrat thematisieren und favorisieren werde, weil wir brauchen hier jede Unterstützung, damit die Menschen auch zu uns kommen können und sich hier wohlfühlen. Kriegen wir dann so eine Karte, wo alle touristischen Flächen eingezeichnet sind, die man sich angucken kann irgendwo? Das frage ich mich nämlich auch gerade. Über was für Flächen reden wir da beispielsweise? Ein bisschen Spannung muss immer bleiben. Also das sind in der Tat Dinge, die ich hier noch gar nicht sagen kann, weil es sind natürlich nicht immer Flächen, die auch im Eigentum der Hansestadt Demmin sich befinden. Das muss man erstmal eruieren und dann müssen wir den Weg auch gehen, mit den dementsprechenden Eigentümern auch zu sprechen. Aber erstmal müssen wir einen Weg aufzeigen, wie es gehen kann. Und von daher sind das die Gespräche, die unheimlich wichtig und eine hohe Relevanz für uns haben. Ist also erstmal noch viel Vorbereitung, bevor man dann in der Öffentlichkeit auch sieht, über welche Flächen wir sprechen. Sozusagen. Absolut, absolut. Eine Fläche ist ja jetzt auch groß im Gespräch und zwar die Fläche rund um den Bahnhof beziehungsweise das Bahnhofsgebäude selber. Da gibt es, glaube ich, auch Neuigkeiten, wo Sie was zu berichten haben. Also vielleicht im Vorfeld zu dem Thema historische Gebäude in Demmin. Also ich bin kein Freund davon, dass dann dementsprechend die Stadt oder eben auch die Gesellschaften der Stadt das historische Gut, was wir haben, und dazu zähle ich eben auch das Bahnhofsgebäude, weiter veräußert, weil dann haben wir es eben überhaupt nicht mehr in der Hand, was dementsprechend damit passiert. Von daher ist die Aufgabe und die Herausforderung, die Gebäude in Nutzung zu bringen, in eine sinnvolle, nachhaltige Nutzung. Und was total spannend ist, gerade zum Thema Bahnhof, es ist ein Investor auf uns zugekommen, jemand mit einer sehr innovativen Geschäftsidee und der sucht Räumlichkeiten bei uns in Demmin. Da geht es um das Thema Cowork. Vielleicht zur Erklärung, das sind so Menschen, die Arbeitsplätze oder Schreibtische zur Verfügung stellen. Und das kann man ganz weit denken. Das kann man in Richtung, auch für Handwerker kann das in irgendeiner Weise interessant sein. Und ich stelle mir das dann so vor, dass dementsprechend wir so ein Angebot vielleicht im Bahnhof installieren können. Und dann arbeitet man ganz spannend bei uns im Bahnhof, kommt ganz entspannt mit der Bahn aus Berlin hier an. Und wenn man dann möchte, dann steigt man auf dem Bahnhofsgelände in den Elektrosmart und nutzt die Naherholungsgebiet Demmin und Kummerer See, um sich zu erholen. Und wenn man sich genug erholt hat, dann darf man an seinem Schreibtisch im Bahnhof zurück und arbeitet weiter. Das ist natürlich eine naive Idee, aber so eine Idee finde ich total charmant und auch das ist wert, dass man das weiterverfolgt. Und von daher gibt es einen Termin nächste Woche, Anfang März, zu dieser Thematik und das natürlich auch im Bahnhofsgebäude. Und das sind Unternehmen und Verbände und Vereine aus dem Demminer Raum, die sich so einem Thema widmen wollen. Und da gibt es eine großartige Präsentation dementsprechend mit dem Projektpartner. Und wenn alles gut geht, dann werden wir sogar digitales Innovationszentrum oder Innovationsraum in Demmin. Das ist die Idee.
irgendwie widerspricht sich das bei mir jetzt gerade. Digitales Innovationszentrum und man bangt schon, dass der Tatort überhaupt durch den Stream kommt. Da sind wir beim Thema Breitbandausbau. Ja, also ich kann nur sagen, 31.12.23 soll das Thema in der Mine erledigt sein. Dann haben wir das schnelle Internet. Der Investor oder was Sie da, wen Sie da angesprochen haben, ist der auf Sie zugekommen oder haben Sie den gesucht? Wie läuft sowas ab? Kann man so gar nicht sagen. Also in dem Falle ist es so, dass das Thema Cowork relativ schnell ab Oktober bei mir auf dem Tisch lag, weil es in der Tat jemanden gibt, der dementsprechend Interesse hatte, so eine Art des Unternehmens bei uns zu etablieren. Und daraus hat sich der Kontakt zu dieser Firma Project B heißen die ergeben. Und also ich bin auf den zugegangen und der hatte der Min schon im Blick. Also ist ganz spannend. Also wir haben da ja gegenseitig voneinander profitiert und fand die Idee absolut charmant und gut. Und so ist das zustande gekommen. Und es war wirklich Zufall oder gewollt, wie man das auch immer nennt. Wir haben telefoniert und da sagte der Herr, ja, wir sind morgen gleich in der Mine und gucken uns was an. Und dann haben wir uns natürlich sofort auf meinen Vorschlag hin auch das Bahnhofsgebäude angeschaut. Und ja, so ist dieser Termin zustande gekommen. Und dann wäre der Bahnhof auch für andere wieder zugänglich, oder? Verstehe ich das richtig? Genau, ne, das soll ja Synergieeffekte, dann wollen wir dementsprechend auch platzieren. Wenn ich mal so eine Fantasie oder so eine Vision weiterstricke, am Bahnhof kommen natürlich auch unsere Schüler an, die zum Gymnasium gehen, die eventuell Wartezeiten haben vorher oder auch gerade hinterher nach dem Schulende. Und wenn wir das hinbekommen, dass der Bahnhof gerade auch für unsere Schüler und für unsere Schülerinnen zugänglich sein wird, um dort Hausaufgaben zu machen, um vielleicht mit den Menschen, die dort dann auch ihrer Arbeit nachgehen, ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig unterstützen, vielleicht auch mal einen Kaffee oder eine Cola zu trinken, dann profitiert die gesamte Stadt von so einer Art des Arbeitens. Und von daher ist an dem Termin sind auch unsere Schülersprecher unserer Schulen eingeladen. Spannend. Wir freuen uns auf die Entwicklung, die da kommt. Und das spielt ja auch so ein bisschen rein in ein paar andere Dinge, die da gerade so laufen. Nämlich auch das wird das Image der Stadt natürlich verändern, wenn man da anders ankommt. Unter anderem wurde jetzt aber auch eine Bewerbung für den Landmusikort abgegeben. Genau, also es ist immer spannend, welche E-Mails und welche Dinge dann so auf meinen Schreibtisch flattern. Und diese Bewerbung oder diese Ausschreibung für diese Bewerbung ist auch so eine Idee, die hier auf den Schreibtisch gelandet ist. Und dann gucken wir uns kurzerhand auch verwaltungstechnisch die Bewerbungsunterlagen an. Und hier ist es in der Tat so, dass es darum, also das ist ein Preis, dann ist man für ein Jahr halt Landesmusikort oder Landesmusikstadt. Ich weiß gar nicht, gibt auch ein kleines Preisgeld. Aber das ist eigentlich der Imagegewinn, den wir als Termin diesbezüglich haben. Das wäre fantastisch. Und bewerben kann sich natürlich nur eine Stadt, die eine Beziehung zur Musik hat. Und wenn nicht Termin, wer dann? Musikgymnasium, Geschäftsstelle des Chorverbandes, Chorfest, die Kantorei, der Penechor, auch im Pop- und im Rap-Bereich, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Das heißt, es gibt wirklich eine ganz vielfältige Musikkultur in Termin. Und von daher haben wir uns kurzerhand entschlossen, uns zu bewerben und hoffen, dass wir auch ausgezeichnet werden. Wann ist die Entscheidung? Im April. Dann greifen das dann wieder im Podcast auf, wenn die Entscheidung gefällt ist. Sarah, schreibst du mal bitte mit. Wir nehmen das mit auf und bringen das dann wieder an. Es ist jetzt auch nochmal was passiert. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen an manchen Leuten vorbeigegangen. Und zwar war ich neulich unten am Petz Einkaufszentrum und habe gesehen, dass wir jetzt einen ganz großen Teddy einen riesen Teddy hat da unten eröffnet. Der hat immense Dimensionen. Da sind sogar die Teddybären 2 Meter groß, die man da erwerben kann. Wie kam das zustande? Dass die Supermärkte oder auch gerade diese Discounter, die sind ganz stark dabei, ihre Flächen zu vergrößern. Das ist so, also jetzt auch der Brauereipark, der ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Man hat natürlich zum damaligen Zeitpunkt
Punkt die Größe kalkuliert und sich die Partner gesucht und so ist die Größe dieser Discounter dort auch zustande gekommen. Heutzutage scheint das immer nicht auszureichen und die Vergrößerung der Ladenfläche ist einfach notwendig, um die Wirtschaftlichkeit dementsprechend auch zu erhöhen. Und so ist es eben auch mit dem Teddy gewesen, der nach neuen Ladenflächen gesucht hat und dort im Peener Einkaufszentrum unten dann auch fündig geworden ist, was ich an der Stelle ziemlich gut und charmant finde, weil damit ist dieses gesamte Areal auch nochmal besser frequentiert und das wird durch den Teddy absolut aufgewertet. Was ganz schön und ganz charmant ist, weil dann kann man ja sagen, ja, was passiert dann mit der alten Filiale? Gehen die dann da raus und dann haben wir da Leerstand? Nein, so ist es nicht. Der Teddy wird auch uns in der Stadt erhalten bleiben. Das heißt, wir haben zukünftig 2 Filialen. Finde ich toll. Und das für eine 11.000 Einwohner Stadt. Man darf nicht schlecht vergessen, wir sind Mittelzentrum und das hat auch eine Strahlkraft eben auch auf die Menschen, die ringsrum wohnen. Da unten soll ja, glaube ich, noch mehr passieren. Irgendwas war zu lesen mit dem Norma-Gebäude. Genau, wir haben genau an der Peripherie dort an der Lützerstraße das Norma-Gebäude und dort ist es so, dass der Norma gerne neu bauen möchte. Wir sind da gar nicht Herr des Verfahrens, sondern die Hansestadt in Minis dementsprechend muss sozusagen dem gar nicht zustimmen, sondern es wird das gemeindliche Einvernehmen hergestellt, so heißt das in der Fachsprache. Das haben wir in der Tat dementsprechend auch gegeben, weil das ist einfach nur positiv zu bewerten, wenn die Discounter sich auch neu aufstellen. Und auch hier ist die Vergrößerung der Ladenfläche oder die Modernisierung des gesamten Gebäudes eben auch der Ausschlag für Norma, sich dort neu aufzustellen. Wann wird das passieren? Da kann ich gar nicht sagen. Also die sind im Planungsverfahren, im Bau, Abarbeitungsverfahren. Also das kann ich nicht sagen. Okay, und dann kommen wir jetzt zu meiner absoluten Lieblingsrubrik in diesem Podcast, nämlich zur Promi-Frage. Hallo Herr Witkowski, ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie schon eine Idee? Schwer. Ich habe eine Ahnung, aber ich weiß nicht. Können Sie die bitte äußern? Herr Otto? Allianz Otto? Nee, das ist also so prominent. Das ist eine Promi-Frage. Nee. Haben Sie irgendeine Vorstellung von der Person, wie die aussehen könnte? Nee, tut mir leid. Man hat ja, wenn man so Stimmen hört, hat man ja schon irgendwie so ein Bild, ne? Ist es jemand Altes, jemand Junges? Dass es ein Mann ist, haben wir jetzt gehört, aber groß, klein. Nee, tut mir leid. Mit Bart, ohne Bart. Na gut, wir lösen das auf. Mein Name ist Jan Holze, ich bin Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit Sitz in Neustrelitz. Super. Toll, toller Mann. Freue ich mich drauf. Kennen Sie Herr Holze? Nicht persönlich, nein. Aber sein Arbeitsfeld ist unheimlich wichtig für uns. Ich interessiere mich dafür, was Sie als Bürgermeister für das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement in Demmin erreichen wollen. Da kann ich ja gar nicht so in 3 Minuten beantworten. Also, Sie kriegen auch nur 2. Genau. Ja. Was ich sagen kann, ist, dass Demmin eine sehr lebendige Vereinslandschaft hat. Und ganz, ganz, ganz viele engagierte Menschen. Also ich muss immer und möchte das auch aus tiefstem Herzen anfangen mit unserer Freiwilligen Feuerwehr. Weil wenn wir die nicht hätten, dann würden wir alle alt aussehen. Und ich höre bei jedem Sportverein auf, bei jedem Kunst- und Kulturverein. Also wir haben so viele engagierte Menschen und die haben wir bei uns in Demmin, weil ich glaube, dass wir gegenseitig voneinander profitieren und dass das auch bei unseren Vereinen und Initiativen auch dementsprechend ankommt. Neben dem wir natürlich finanzielle Unterstützung aus dem Stadtsäckel geben, aber auch die Möglichkeit über unsere Städte eigene Stiftung haben. Also man muss immer sagen, das sind ja alles freiwillige Aufgaben für so eine Stadt. Und aus dem Stiftungssäckel geben wir jährlich zwischen 50.000 und 70.000 Euro zusätzlich aus für soziales Engagement in unserer Stadt. Und das ist der, sag ich mal, auch zu Recht unser Beitrag für das bürgerliche und ehrenamtliche Engagement. Und was sich daraus entwickelt,
Das werden wir auch gemeinsam mit unseren Vereinen nochmal überlegen. Das ist natürlich sehr vielfältig. Also wir haben ja auch Einrichtungen, ob es nur die Biberburg ist oder dementsprechend auch unsere Bibliothek, wo auch überall Ehrenamtliche mitarbeiten. Da lassen wir uns mit Sicherheit was einfallen. Da sind wir aber gut im Gespräch und auch das kann ich hier vom grünen Schreibtisch aus nicht, nicht anweisen, sondern das muss in einer guten Kommunikation mit unseren Vereinen auch passieren. Vielen Dank dafür. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald auch einmal persönlich treffen. Tschüss. Tschüss, das würde mich auch sehr freuen. Das kriegen wir bestimmt mal hin. Dann können Sie über das Thema bestimmt dann noch mal ein bisschen länger mit Herrn Holze sich austauschen. Das ist tatsächlich ein sehr großes Feld, was wir wahrscheinlich auch noch mal explizit in einem anderen Podcast bearbeiten werden. Nächste Rubrik ist unsere Meckerecke. Da bin ich ja tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, dass die Bürger und Bürgerinnen aus Demmin gar nicht viel zu meckern haben. Zumindest nicht hier für den Podcast. Ja, also das ist ein bisschen seltsam. Man hört ja doch immer mal wieder an verschiedenen Stellen, dass es durchaus was zu meckern gibt. Aber anscheinend ist es doch nicht so leicht, das dann hier auch für uns einzusprechen. Sozusagen. Ich hatte mich tatsächlich schon drauf gefasst gemacht, dass wenn wir diese Handynummer veröffentlichen, die 0162 482 9118, dass das Telefon nicht mehr stillsteht. Aber es ist kein wirkliches Gemecker angekommen. Wir hatten ja letztes Mal schon ein paar Sachen angesprochen, was wir so zu meckern haben. Da ging es zum Beispiel um die blauen Papiertonnen, die voll sind oft, wenn man was wegbringen mag. Haben Sie da was erreicht? Also, ich habe mich natürlich kundig gemacht. Das ist ja nicht in unserem Zuständigungsbereich, sondern das ist ja Landkreisaufgabe. Und mit dem Anbieter direkt sind wir ins Gespräch gegangen. Also abgefahren werden die blauen Tonnen. Also wir reden jetzt über diese großen blauen Tonnen, nicht die jeder Haushalt dann selber hat. Einmal die Woche. Daran lässt sich auch nichts ändern. Also das können wir auch nicht beeinflussen, sondern da ist der Auftraggeber in der Tat der Landkreis. Es ist in der Tat so, dass das, ich sage mal, nur ein Gefühl ist, weil ganz oft sind die Tonnen nämlich nicht voll. Weil wenn man weiß das selber, man nimmt zwei große Kartons, macht die nicht zusammen und legt die da rein, dann ist die Tonne voll. Das heißt, machen Sie? Das habe ich mir sagen lassen. Nein, ich mache das nicht. Ich habe meine blaue Tonne vor der Tür. Aber nichtsdestotrotz ist es so, man hat natürlich immer mal auch große Kartons, die dann in die eigene Tonne nicht reinpassen. Von daher ist das auch durchaus richtig. Also die Bitte ist einfach, um das Gefühl ein bisschen oder ja, das zu verändern ist, bitte die Sachen ordentlich quetschen und reingeben, dann funktioniert das auch wirklich gut. Und den Hinweis, den ich geben möchte, es ist auch immer möglich, zu unserem Abfallentsorger hier oben im Mainkrebs zu fahren und jederzeit kostenlos Papier und Pappe abzugeben. Also von daher sollte es eigentlich gar keine Schwierigkeit sein, dass dementsprechend man sein Altmaterial auch los wird. Ich glaube, mittlerweile lohnt sich sogar, das zu Hause zu sammeln, weil eine Tonne Papier und Pappe ist mittlerweile auch schon viel wert. Also wer viel Platz hat und eine gute Presse, kann das vielleicht dann auch tatsächlich noch zu Geld machen. Genau, so ist es. Und wir bleiben beim Müll. Ich hatte mich ja das letzte Mal aufgeregt über die Mülleimer, über den einen speziell in der Mühlenstraße, aber das ist wahrscheinlich nicht nur der eine. Sie hatten da schon irgendwas gesagt von einem Mülleimerkataster? Genau, also da sind wir in Bearbeitung, so schnell geht's in der Tat auch nicht. Erstmal müssen wir feststellen und wollen auch feststellen, wo es Lücken dann in der Mülleimer-Geschichte der Mins gibt. Wenn wir das dementsprechend aufgearbeitet haben und eruiert haben, dann werden wir auch den Missstand verändern und an der einen oder anderen Stelle neue Mülleimer aufstellen. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie arbeitet man den Missstand von Mülleimern auf? Also erstmal wird tatsächlich ganz praktisch jemand durch die Stadt laufen und mit einer Stadtkarte und überall einen Punkt machen, wo es einen Mülleimer gibt. Und aus dieser Übersicht kann man dann natürlich super gut rauslesen, wo Mülleimer fehlen und dann werden wir dementsprechend nachrüsten. Das ist der Plan.
Und dann gibt es aber so Betonkübel, ne? Wir werden sehen, na, das muss natürlich ins Stadtbild auch passen. Ne? Da gibt es heutzutage ganz witzige und charmante Geschichten, das muss man sehen. Das kostet auch alles Geld. Also so ein Mülleimer, ja, der kostet auch, also wenn man den mit der Zeit geht, also ich habe da so ein Ding im Blick, wie man das in Rostock sieht, ne? Das geht dann auch irgendwie automatisch auf und zu und das wird irgendwie per Solar geladen. Ob man sowas hier bei uns haben will, das muss man einfach mal bewerten. Aber da kostet so ein Mülleimer dann in der Tat auch irgendwie, 1.000 Euro, glaube ich, reicht nicht. Aber das werden wir sehen. Das muss auch nicht immer High-End sein. Also wer noch was zu meckern hat, bitte gerne eine Nachricht an info@t30-demin.de, gerne als Sprachnachricht oder die schon 100-mal genannte Telefonnummer nutzen und dann eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Wir freuen uns und versuchen damit wirklich auch einfach sichtbar zu machen, was vielleicht die Bürger noch etwas aufregt und wo vielleicht noch Nacharbeitungsbedarf oder überhaupt Aufklärungsbedarf besteht. Also nutzt die Chance und sagt frei raus, was euch da am Herzen liegt. Wir haben jetzt noch ein paar Themen, Ausblickthemen, was so in der Zukunft anliegt. Da ist einmal eine relativ wichtiger Punkt, die Jobmesse. Die nennt sich, glaube ich, Stellenflut. Ist zwar erst im Juni, aber vielleicht kann man dazu schon was berichten. Also wir sind in Vorbereitung. Wir sind gerade dabei, die städtischen Partner zusammenzubringen, um diese Stellenflut eben auch ins Leben zu rufen. Und das soll ja nicht nur eine Jobmesse sein, sondern die Geschichte soll Eventcharakter bedeuten, also auch wirklich für Familien in der Min attraktiv werden und hoffentlich eben auch für alle die, die Interesse haben, in der Min zu arbeiten und zu wohnen, soll das anziehend sein. Und ich hoffe einfach, dass wir dann im Juni super schönes Wetter haben und dass wir den Tag gut genießen können. Und wir sind natürlich angewiesen auf unsere Unternehmen, aber da sind wir in Planung und sind ganz zuversichtlich, dass wir da ein schönes Event für den Min herbekommen. Und dann kommen wir schon zur letzten Rubrik. Müssen wir noch was sagen, dass wir so wenig Themen jetzt nur für die Zukunft hatten? Nö, wir formen ja die Zukunft nach und nach, das kommt ja immer dazu. Also ich glaube, das ist so ein fortlaufender Prozess, das ist schon komplett in Ordnung. Okay, gut, dann fangen wir an mit der letzten Rubrik, die kennen Sie schon, da sind Sie schon Profi drin, und zwar unser immer noch sympathisch in 2 Minuten. Sind Sie bereit? Aber sowas von. Was war Ihr absolutes Lieblingsessen als Kind? Nudeln mit Tomatensauce. Mit wem würden Sie gerne mal die Rollen für einen Tag tauschen? Ich fühle mich wohl an der Stelle, wo ich bin, ganz ehrlich. Welches war Ihr bisher emotionalster Moment in Ihrem Leben? Oh, da gibt's einige, aber die Amtseinführung war schon sehr emotional für mich. Sauna, ja oder nein? Unbedingt, ja. E-Bike oder lieber selber treten? Im Moment trete ich selber, aber E-Bike ist total interessant. Selber bauen oder bauen lassen? Selber planen, kleine Dinge auch selber bauen, aber das Große kann ich nicht. Glatt rasiert oder Bart? Wonach sieht's denn aus? Nee, Bart. Aber manchmal auch glatt rasiert. Homöopathie oder Schulmedizin? Beides. Geben Sie viel Geld für Kleidung aus? Immer mal wieder. Welche mythologische Figur wären Sie? Das weiß ich nicht. Bei welchem Film müssen Sie immer heulen? Gibt es keinen bestimmten, ganz ehrlich. Aber ich bin tatsächlich oft nah am Wasser gebaut. Ihr peinlichster Moment in Ihrem bisherigen Leben? Den habe ich nicht, aber ich habe mal einen Traum gehabt, den kann ich ja mal ganz kurz erzählen. Das ist heute sicherlich irgendwie alles total charmant, aber ich habe vor vielen Jahren mal geträumt, dass ich mit 2 verschiedenen Socken zur Arbeit gehe. Und das war total peinlich im Traum. Norddeutschland oder Süddeutschland? Leben Norddeutschland und Urlaub in Süddeutschland. Was ist auf Ihrem Lieblings-T-Shirt zu sehen? Ich trage gerne T-Shirts, wo nichts draufsteht. Tatort oder Polizeiruf? Tatort. Das war's auch schon. Stresslevel nochmal? Von 1 bis 10? Jetzt war er schon so zwischen 6 und 7 tatsächlich. Schöne Fragen. Wir wären auch besser. Okay, dann sind wir schon am Ende unseres aktuellen Podcasts. Wir hoffen, dass Sie Spaß beim Zuhören hatten.
und die eine oder andere Inspiration mitnehmen konnten. Wenn Ihnen neue Ideen gekommen sind, ich fange jetzt auch nochmal damit an, was Sie sich in Demmin noch wünschen oder wo Sie sich Luft machen wollen, dann melden Sie sich. Wie gesagt, Sprachnachrichten sind uns am allerliebsten. Nochmal die Nummer 01 6248 29 118. Dort erreichen Sie uns über WhatsApp oder eben per Mail an die info@t30-demmin.de. Vielen Dank, Herr Witkowski, für die Zeit und für die umfassenden Infos, auch in diesem Podcast. Und zusätzlich bedanken wir uns bei dem Programm Neulandgewinner, dem Thünen-Institut für Regionalentwicklung, der Robert-Bosch-Stiftung, der DSEE, also der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, dem Land Mecklenburg-Vorpommern und natürlich der Hansestadt Demmin. Wir hören uns wieder nächsten Monat. Auf Wiederhören. Tschüss.